Hey Leute und Lampenträger, es geht weiter hier in Lords of the Fallen und in dieser Folge, wo wir ja eigentlich auf dem Weg zum Schloss Bramis sind, habe ich mir gedacht, wir machen noch eine kurze kleine Questline und zwar, um diesen Spiegel hier zu reparieren bzw. ja wieder in Stand zu setzen oder die Teile dazu zu finden. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie wir das hier machen. Und zwar müssen wir hier drei Spiegelscherben suchen. Und die erste davon finden wir, glaube ich, hier in den Tiefen. Ich habe das mit einer anderen Spielfigur schon gemacht. Allerdings habe ich den Spiegel da nicht repariert, nur die Scherben gesucht. So, genau. Und die zieht man auch wieder aus so einer Statue. Und ich meine, die erste Statue, die steht hier irgendwie. Gehen wir natürlich nach Umbral. Genau. Na, du nicht. Wir könnten das echt mal hier... Ah, jetzt sterbe ich auch noch hier, weil wieder so viele Mobs hier rumlaufen. Na, egal. Das kriegen wir schon hin. Haben wir nämlich hier einen Glassplitter. Das hier nehme ich noch mit. So. Als nächstes gehen wir dann nach Unterkallrath hier ins Depot. Dann müssen wir hier wieder zurück, wo wir da ursprünglich mal hergekommen sind. Hier müssen wir ja sowieso nach... Na, ich glaube, ich kann auch so hier drüber latschen. Brauche ich noch nicht nach Umbral. Und zwar der zweite Glassplitter, der ist jetzt hier irgendwo... In diesem Treppenhaus. Moment. Was haben wir gleich? Ja, da hängen wieder so Hände runter. Mal wenn dieses Zeug mir ins Sichtfeld baumelt. Das ist mal irgendwie creepy. So, und hier haben wir den zweiten Glassplitter. Genau, so. Dann geht's hier wieder zurück. Ups. Wieder mal falsch gelaufen. Um die kümmere ich mich jetzt hier nicht. So, und den dritten, dann müssen wir zum Lastenaufzug. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Schienen folgen bis durchs Tor, habe ich mir hier aufgeschrieben. Na super. Mir vielleicht doch ein bisschen genauer aufschreiben sollen. Na, das hier ist echt doof. Hier ist ja wieder dieser Ritter. Huch. Ah, Spiel, du bist so unmöglich langsam. Okay. Was ist das jetzt? Also, das war ja schon schade. Ich hatte gedacht, ich könnte hier noch ein paar Umbralaugen erbeuten. Aber nein. Ah, Gott. Oh mein Gott. Kann ich nicht auf 9?
Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon geguckt, ob ich nicht auf 9 Heilungen upgraden kann. 2. Oh, nur 2? Fehlen mir noch 2. Weil die letzte Stufe haben wir, glaube ich, 4 von diesen Quintessenzen. Habe ich da irgendwo eine vergessen? Weiß es nicht. Das passiert mir auch öfter, dass ich eigentlich, wenn ich den Katalysten hier rausgezogen habe, der dann die Waffe schwingt, statt zu schießen. So, und hier muss das irgendwo sein. Lass mich jetzt ein bisschen... Gegner wegschnatzen. So, und jetzt hier. Bis durchs Tor, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ah, bis durchs Tor. Okay. Hat ja wohl gereicht. Was ich mir da notiert habe. So, jetzt haben wir 3 Glassplitter. Dann machen wir uns hurtig auf den Weg wieder zurück zur Himmelsrast. Ah, Held hier. Genau. Und jetzt müssen wir vom Moru auch noch ein Werkzeug kaufen. So, dann traben wir da mal hin. Es gab ja irgendwie 3 neue Questlines, aber ich habe mir dann nur mal eine davon angeschaut. Das ist alles sehr aufwendig. Kann ich hier das kaufen? Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Gut, Alter. Wie? Until her embrace. Vielleicht muss ich zuerst den Spiegel reparieren, jetzt... Da weiß ich nämlich jetzt nicht mehr so ganz die Reihenfolge. Ich guck mal. So, wir machen mal hier einen Glassplitter rein. Wir haben einen Glassplitter benutzt. Zweiter Glassplitter. Scheint fast völlig restauriert zu sein. Ja, wir sind ja hier dabei und restaurieren und reparieren und machen. Der Spiegel wurde vollständig restauriert. Doll sieht aber immer noch nicht aus. So, jetzt gucke ich doch mal. Ob wir jetzt hier was kriegen. Chosen bearer of the lamp. Like you, I serve. Ach, da unten. War das vorher auch schon da und ich habe es übersehen? 8000! Wow! Also ich glaube, das rentiert sich nicht. Das mache ich jetzt hier nur für euch, Leute. Erneuerungsmesser. Weil man kann sich hier ja dann eigentlich nur, genau, baue mir dein Aussehen. Da kann ich ja nur quasi meinen Charakter irgendwie verändern oder anpassen. Und dafür 8000 Seelen auszugeben, ist schon ein bisschen viel. Tut sich jetzt hier noch was? Okay, also ich kann hier einfach meinen Charakter dann neu anpassen. Uff. Und Namen kann ich auch ändern. Okay. Also, ob sich das lohnt, dafür 8000 Kraft auszugeben, muss jeder selber wissen. Nun gut. Mache ich halt keinen Level Up. Dann machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ja da einen Setzling auf dem Weg zur Burg gesetzt. Dieses ekelhafte Feuergebiet.
Genau. Traben wir mal weiter. Von da drüben sind wir ja irgendwie gekommen. Und da oben rum. Hier und dann hier wieder runter. So. Genau, dich kenne ich schon hier. Ugh. So, hoffen wir mal, dass wir den hier von... Ein bisschen overdone hier mit meinen Zaubereien, aber besser so, als aufgespießt zu werden. Was habe ich denn an Ringen drin? Ne, muss ich jetzt da nach Umbral? So, jetzt kommt den hier weg. Ja, dann gucken wir doch mal. Haben wir hier eine Erinnerung? Stigma. Das nehmen wir natürlich mit. I can't help but envy his ability to sleep so soundly. It soothes him having you near. And I know how exhausted you are. This sickness can wait. The situation with those fanatics is precarious, and every day it seems the knife's edge on which Mornstead rests becomes thinner. I won't allow my weakness to be the ruination of my kingdom. It's not weakness, Bramus. You know that. My love, please. Not now. Let us just enjoy the moment. Genau, das ist der König Bramus und die Sophesia. Die haben ja irgendwie so ein missgestaltetes Kind bekommen. Diesen, wie ist der? Unvollkommenen Nachkommen, oder? So, jetzt weiß ich nicht, wie weit wir es noch da hoch haben. Ob ich nicht nochmal da runterlaufen soll und aus Umbral raus. Ich glaube, das mache ich. Sicher ist sicher. Weil ich nicht weiß, wie lange ich da unterwegs bin. So. Hier lieber wieder raus. Und die Sophesia ist ja dann... Also irgendwie hat sich dann wohl das Volk gegen sie gestellt, weil sie so ein missratenes Kind bekommen haben. Und die Sophesia haben sie ja dann da eingesperrt und den Bramus haben sie auch irgendwie... den eingesperrt haben oder irgendwie festgekettet. Droppst du gar nichts? Könntest du mal was droppen hier? Auf jeden Fall gestürzt haben sie das gemeine Volk. Und das hat jetzt auch nicht besonders gut geholfen im Kampf gegen den Adir. Dass ich hier so uneins war. So. Machen wir hier mal weiter. So. Hier liegen doch sicher wieder irgendwelche Typen rum. Mein Gott, guck mal das wieder. Also ich muss sagen, auf der PS5 spielt sich das besser. Dafür sind die Texturen. Ein verkohlter Brief. Den müssen wir, glaube ich, der Sophesia übergeben. Ich gucke jetzt da mal. Vielleicht können wir ja da irgendwie was lesen. Wobei ich ja nicht besonders viel von den Quests hier verfolge.
teilweise verfolgter Brief. Ein Großteil des Textes ist durch die Beschädigung unleserlich geworden. Okay, verbessert euer Inferno. Na gut, unser Inferno ist ja etwas mager. So. Diese Stelle war auch extrem doof. Könnte sein, dass wir hier noch eine Quintessenz bekommen. Sicher bin ich mir aber jetzt nicht mehr. So, da gibt's eine Leiter, die können wir erst hoch. Was haben wir hier? Freigeschaufelt haben. Genau, das ist wieder los. Nein. Gott, ich sehe gar nichts. Steuerung, die wird hier auch nie mein Freund. So. Jetzt aber. So, jetzt muss ich hier freischalten. Und ich will das hier unten. Lebt er noch? Ah, und das alles hier auf diesen grünen Planken. Na, und hüpfen muss ich auch noch. Na, supi. Hüps. Hüp. Ach, da geht das Tor erst auf. Ah. Okay. Das musste ich also aufmachen. So, und das hier. Genau. Na komm. Ich bin schon nah dran, hier jetzt nochmal einen Setzling zu pflanzen. Diese Seite ist nicht geöffnet mehr. Okay. Ach, was soll's. Weil das hier ist halt. Da ist so eine Feuerlady mit so einem. So. Das haben wir erstmal. Das ist mein geordneter Rückzug. Oh Gott. Oh. Ja. Eigentlich. Oh Mann, Leute, hier, ihr nervt. Ja, ich sehe mich hier schon. Ja, zwei Ladungen drauf, sicher ist sicher. Ups. So, ich glaube, das war aber jetzt nicht so der Bringer da hinten.
Hier gab es nämlich nicht viel. Ah, es gibt immerhin einen Exit-Punkt. So, gut. Dankeschön. Hier gab es irgendwie eine Kiste, glaube ich. Ja. Grinsende Axt. So, und hier haben wir den Shortcut freigeschaltet. Oh, oh. Schaltet. Zu diesem Lift da unten. Aber da waren wir ja sowieso schon vorbei. Genau, so. Gut, dann haben wir das auch. Wir können jetzt hier durch. Was ist das jetzt da oben? Nur ein Hund oder? Ich glaube, es ist nur ein Hund. Also Treppen hochschießen funktioniert auch nicht so wirklich gut. Da ist der Winkel einfach doof. Da sind wir nicht schon bald oben hier? Wir haben doch hier... Wir haben schon bald die Burg erreicht. Uah! Will mich wieder einer grillen hier. Des Lords. So, nachdem die Gegner da oben so schwer sind, lasse ich die Laterne jetzt hier mal Laterne sein. Oh, ich bin schon oben. Gut. So, jetzt müssen wir irgendwie überlegen. Die kann ich sogar von hier anvisieren. Das ist nice. So, dann, wenn der nämlich hier das Zeitliche gesegnet hat, dieser Feuermagier da hinten, werden uns hier alle Möglichkeiten freigesprengt. Hier die Doros wegschnapsen. Huch, noch einer. So. Also diesen verkohlten Brief, den wir da gefunden haben. Ich dachte mir gerade, warum tut der nix? Oh, Splitter. Stab des brennenden Sehers. Zweimal. Und Armstulpen. Genau, den Brief müssen wir der Sophesia übergeben. Sollen wir das jetzt gleich machen, dass wir das haben? Wie viele Motten habe ich denn noch? 13. Jo. Wie der da komisch rumliegt. Ne, wir gucken jetzt hier erstmal. Hier gab es nämlich auch noch ein bisschen was zu gucken. Noch ein Hund. Ah, mein Gott, ich depp. Super. Und gleich zwei Reaper. Nee, Leute, mit mir nicht. Ach Gott. Nee, 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 das lassen wir lieber mal. Normalerweise sehe ich das, ja. So, jetzt ist das alles weg. Ich glaube, auch diese Feuerhunde sind jetzt verschwunden hier. Nur die zwei sind noch da. Na, wo ist der andere? So.
So, aber jetzt nicht nochmal. Pfote, Glückspfoten und eine Motte. So. Noch sonst hier noch irgendwas? Hier gibt's noch was. In der infernalen Hingabe. So, und da drüben ist jetzt dann unser Ziel. Aber da müssen wir uns hier durch dieses komplette Schloss kämpfen. So, ich gehe jetzt aber erstmal zur Sophesia und gebe den verkohlten Brief ab. Müssen wir denn da hin? Oh, Gottes Willen. Bin ich da richtig? Ja doch, ich glaube schon. Oberkalras. Da waren wir ja mehrfach und haben jetzt beim letzten Mal auch diese Tür wieder aufgemacht, die mittlerweile jemand verschlossen hatte. So. Hier schnell durch. Ich weiß gar nicht, welche Questlines ich überhaupt noch am Laufen habe. Kukachin, die sitzt zwar da noch rum in der Himmelsrast, aber die hätte ich ja öfter beschwören müssen. Die Quest vom Isaac habe ich auch kaputt gemacht, weil den hätte ich mit den Lichtschnitter. Ups. Beschwören müssen. Habe ich ja die Kukachin mitgenommen, blöderweise. Naja. Egal. Ich glaube, man kann ja sowieso nicht alle Questlines in einem Durchgang machen. So. Words. Faded and half ruined or freshly wet with ink or pierced like blades. Ah, my invitation reached you. Nee, eigentlich nicht. Auch eigentlich nix. A kindness, perhaps, for both of us. Gut, dann nehmen wir jetzt hier eine Motte. Sonst dauert das zu lang. Und wir wenden uns mal dem Schloss zu. Das ist auch irgendwie so ein Labyrinth da drin. Na. Oder der Burg. Schloss ist es ja gar nicht. Naja, ist ja egal. Burg oder Schloss. So, gut, dann schauen wir mal. Wir können jetzt im Moment nur da hinten hoch. Hier gibt es einen Durchgang, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Und hier gibt es einen Durchgang. Der ist auch mit so Kristallen versiegelt. Da müssen wir auch wieder so einen Feuerzauberer bemühen. Genau, deswegen kommen wir jetzt nur hier hoch. Da hinten steht so ein Vernichter, den nehmen wir natürlich auch mit. Weil wir ja das ganze Loot da haben wollen.
Lebst du noch? Ups, nee. Ich dachte, da würde einer aufstehen. Okay. Hör doch da einen Trapsen. Wo kommst du denn her? Anhänger des Paladins. So. Wieso kann ich den wieder hier nicht anvisieren? Das weiß auch nur das Spiel. Dann nehmen wir halt dich. Und wieso geht da der Zauber weg? Ups. Ach, jetzt geht's auf einmal, okay? Mal hier, ob es hier irgendwelche tollen Sachen gibt. Ich glaube aber nicht. Explosive Bolzen hier kann man auch einen Shortcut freischalten, wenn man dann mal so weit ist. Wie gesagt, durch das Burg, durch die Burg oder das Schloss hier, das ist ganz schön ganz schöner Schlauch, bis man da durch ist. Wie weit kann denn der springen, bitteschön? Das gibt's ja nicht. Wie weit kann der springen? So. Gehen wir hier erstmal rein. Und setzen hier einen Überrest. Oh, da habe ich nur noch drei. Jetzt nur noch zwei. Sollte ich mal welche nachkaufen. Wir sind zwar jetzt noch nicht weit drin, aber das ist ein guter Punkt, wo man immer wieder zurückkehren kann. So, ich nehme hier mal 69. Bei 69 habe ich festgestellt, mit einer anderen Spielfigur, da gibt es überhaupt keine zusätzliche Angriffskraft. Aber ab 70 dann wieder. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Um uns zu verwirren. So, ich setze mich jetzt da aber nicht hin. Weil ich will hier weitergehen. Und hier das erstmal ein bisschen erkunden. Und da brauche ich den Feuerheini da nicht unbedingt. Ich glaube, hier kommt noch einer von oben gesprungen, wenn mir nicht alles täuscht. Sein Bruder oder so. Genau. Hey, hörst du mal auf, zu hier rumzugucken? Das ist ja unglaublich. So. So ein Hauträuber, die sind ja eigentlich, die machen zwar unglaublichen Schaden, wenn die einen treffen, aber die sind gar nicht so stark. Ich will nicht da runterfallen. So. Eine Rune. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht rein. Nee, kann nicht geöffnet werden. Gut.
Dann geht's hier weiter. Upsi, so. Schauen wir uns hier nochmal um. Das ist jetzt nicht so fortschrittsrelevant, sag ich mal vorsichtig hier. Kann man sich auch schenken. Jetzt muss ich hier nach Umbral. Hier waren wieder so Gargoyles. Sehe nix. Da oben. Genau. Hilfe. Okay. Ja. Einer kommt doch da nie alleine, oder? Ich höre immer komische Geräusche hier. Ich glaube, hier gab es sonst nichts. Okay. Ah, da war doch noch ein zweiter da. Okay. Gut. Aber wir haben ja hier eine Überrestmotte. Eine Überrestmotte, Quatsch. Ein Setzling. So. Gut, dann gehe ich jetzt. Also, jetzt haben wir hier den einen Bereich erstmal abgeklappert. Das könnten wir auch mal frei machen hier. Karte von Burg Bramis. So. Machen wir mal vorsichtig. Oh Gott. Oh, ah Gott, das ist ja eine Sackgasse. Mist. Wieso bin ich hier reingelaufen? So, gestorben. Gut. Gestorben und hat doch gleich noch irgendeinen Kumpel mit in den Tod gerissen. So. Das ist gut. Speer der Ausweidung. Genau, ich weide hier. So, dann haben wir hier noch ein Stigma und wir können einen Shortcut zu unserem Setzling aufmachen. Okay. Machen wir das mal, dann haben wir das. Let us hurry, Your Majesty. I can take you beyond the castle walls, but then I'm afraid I must return. Too long and my absence will be noted. You've already done more for Edivar and I than I can ever hope to repay, Fitzroy. Thank you. You and the prince are not away yet. I could not stand idle like so many others and allow the king to carry out such a heinous act. My husband is not the man he once was, but he will not take my son. Ach, die Sophesia ist mit der Hilfe von Fitzroy aus dem Schloss geflüchtet dann. Okay, aber die ist ja gefangen genommen worden. Die haben wir ja befreit in der Himmelsrast. Also irgendwer muss sie dann doch erwischt haben. Okay, hier hoch.
man eigentlich ganz gut hier. So, wo machen wir denn jetzt weiter? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten hier. Ich glaube, wir werden hier noch ein bis zwei Folgen in dieser Burg herumlaufen. Also nach oben. Gehen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Eine Seerseele. Das habe ich schon mal gefunden und ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist ein Wurfgegenstand. Bin mir aber nicht sicher. Nee. Was ist es dann? Verbrauchsgegenstand? Nee, auch nicht. Komisch. Questgegenstand? Keine Ahnung. Naja, ich werde mich mal schlau machen. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie raus. So, hier kommen wir noch nicht durch. Da will ich auch noch gar nicht durch. Ihr habt doch gar keine Chance gegen mich hier. So. Oh, Upgrade-Material. Ich habe aber gar nicht mehr so viel Zeug, was ich upgraden möchte im Moment, aber... Dann habe ich hier auch wieder so einen Magier, der uns hier Wege versperrt. Ups. Ja, da müsste jetzt irgendwas hier freisprengen. Vielleicht auch das da hinten. Genau, das da hinten auch. Da, wo jetzt das Feuer brennt. Kommen wir da jetzt quasi durch und ich hatte hier unten noch so einen Ritter. Den mache ich auch mal hier schnell den Gar aus. So. Seelen einsammeln. Ja, hier ist alles mit Feuer und Qualm und Flammen und ganz toll. So. Ein Rogaherr. Ups. War das nicht auch so ein Das war jetzt ein Verbrauchsgegenstand. Auch nicht. Mein Gott. Ach, was weiß ich schon. Dieses Spiel ist echt verwirrend. So, wir ziehen jetzt hier mal den Hebel. Ach so, vielleicht hätte ich da vorher rauf, doch rauflaufen sollen, um Sachen zu erforschen. Naja. Können wir das wieder zurücktun? Naja, okay, gut. Gut, ich lasse es mal so und ziehe
ziehe dann den Hebel. Ups. Wenn ich da alles abgeklappert habe. So. So, hier ist, kommt, glaube ich, auch ein Shortcut irgendwie runter. Ja, auch eine Leiter. Aber das ist alles ziemlich verwirrend, finde ich. Mach jetzt mal die Tür auf. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, da kommt hier wieder Brüderchen Feueraxt gesprungen. Himmlische Fiole. Wenn mich nicht alles täuscht, ist hier so eine Feuerlady, genau. Versuch mich hier zu grillen. Das haben wir ganz gut abgewendet. So. Ja. So, hier kann man jetzt in den Untergrund. Eine sehr unangenehme Gegend da unten. Das sage ich jetzt mal vorsichtig. Deswegen machen wir hier oben erstmal weiter, dann sind wir hier nämlich einmal rum. So, und wir können hier aufmachen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. So, und dann sind wir nämlich hier wieder an unserem Setzling. Also wir haben das jetzt einmal rundherum abgegrast. Und ich gehe jetzt hier mal nach oben. Hier kommt, glaube ich, noch nicht raus. Genau. Ups. Wer ist denn da dahinter? Hunde kommen hier durch die Wand. Naja. Und da um die Ecke war doch auch noch einer. Hier sieht man das doch. Ach, was soll's. Hm? Ah, wieso? Ich hatte doch Schwert in der Hand. Ein Schrumpfkopfanhänger. Gut, aber ich glaube, mehr gibt's hier jetzt auch nicht zu holen. Weil mich nicht alles täuscht. Wenn wir nicht nach Umbral gehen. Oh, hier gibt es eine große Statue vom König himself. Gut, uns fehlt jetzt hier der Königsschlüssel. Den müssen wir uns noch organisieren. Drehe jetzt hier mal die Treppe, weil wir jetzt hier alles abgesammelt haben. Ich versuche das mal ein bisschen systematisch zu machen. Funktioniert aber nicht so gut. So. Jetzt turne ich hier mal so ein bisschen runter. Ich will aber eigentlich nicht da ganz runter. Sondern erstmal hier. Da haben wir nämlich ein paar Feuerhandys haben wir hier. Den Shortcut zum Überrest freigeschaltet. Also der Überrest ist jetzt da hinten um die Ecke. So, aber die Sophesia ist angekommen. Huch. Kann man mit der ein bisschen reden? Ich will nicht reden. Cajoling arguments, tempting to the deluge in which a woman drowns. And
Deathless One, please bring me proof that the child is not just a figment behind fractured glass. Ah, my invitation reached you. Oh Gott, die hat aber auch nichts Neues. Okay, die weiß gar nicht mehr, ob ihr Kind, was sie da hatte, ob das noch Wirklichkeit ist oder so. Okay, aber dann haben wir jetzt hier eine ganze Sache oder ganz gut was erledigt. Habe ich da ein Item vergessen da oben? Deswegen, ich offensichtlich hier mal eine Pause mache. Also das war nicht das. Und wir uns dann oben beim Überrest wieder treffen, wo wir dann weiter hier die Burg erforschen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.